liebe Besucher und Besucherinnen des Weihnachtsmarktes, überall auf dem Breitscheidplatz, rings um die Gedächtniskirche herum, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich bin der Pfarrer der Gedächtniskirche hier mitten auf dem Platz. Mein Name ist Martin Germer und ich spreche zu Ihnen von dem Gedenkort neben unserer Kirche. Hier gedenken wir an diesem Abend des 19. Dezember der 12 Menschen, die heute vor 3 Jahren hier auf dem Weihnachtsmarkt gleich neben der Kirche einem Terroranschlag zum Opfer fielen. Wir denken ebenso an die vielen, die durch diesen Anschlag verletzt wurden. Und ich lade Sie ein, jetzt alle, wo auch immer Sie sind auf diesem Platz, sich an diesem Gedenken zu beteiligen. Deshalb unterbrechen wir jetzt den Verkauf überall auf dem Weihnachtsmarkt. Und wir laden Sie ein zu 5 Minuten der Stille. Auch das Licht auf dem gesamten Platz wird jetzt ausgeschaltet. Visitors to the Christmas market across Breitscheidplatz. Ladies and gentlemen, may I ask for your attention. I'm the pastor of the Gedächtniskirche in the heart of the square. My name is Martin Germer. On this night of December 19th, we are commemorating the 12 people who were killed in a terrorist attack on the Christmas market right next to the church 3 years ago today. We are also paying tribute to the many people who were injured in the attack. That is why we will now stop all activities at the Christmas market and invite you to join us in 5 minutes of silence. The lights on the square will now also be dimmed. Um 20:02 Uhr, zum Zeitpunkt des Geschehens vor 3 Jahren, wird eine unserer Glocken 12-mal angeschlagen. Damit wollen wir der Opfer des Anschlags gedenken und der Glockenschlag soll dies Gedenken über die Stadt tragen. Danach wird hier am Gedenkort neben der Kirche ein Musikstück auf der Geige erklingen. Und auch überall auf den Platz übertragen werden. Bitte halten Sie auch während dieser Musik noch Stille, bis dann die Platzbeleuchtung wieder angeht. At 8:02 p.m., the time when the incident took place 3 years ago, one of our church bells will strike 12 times. With that sound, we want to commemorate the victims of the attack. And the ringing of the bell shall carry this remembrance into the city. After that, we will hear violin play at the memorial next to the church, which will be transmitted across the square. Please remain quiet until the lights are turned back on.
Thank you.